Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Ravenport am Montagmittag. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen. So, ich bin unterwegs. Wir müssen eine Sämaschine kaufen. Das werden wir jetzt heute und hier machen. Ich habe mich schon für ein Modell entschieden. Werde auch dazu gleich ein bisschen Saatgut mitkaufen. Ich war fleißig. Also ihr seht, der Traktor ist mega schmutzig, kann ich euch zeigen. Oh, das ist wieder sauberer jetzt. Okay. War auf alle Fälle mega schmutzig. Weil ich habe wirklich fast eine Stunde lang gepflügt. Alter Schwede, das war viel Arbeit, muss man sagen. Aber habe ich gemacht. Wir haben jetzt ein XXL-Feld, wenn ihr das so haben wollt. Also wir haben wirklich... Also das war viel Arbeit. Aber ich hoffe, es hat sich ausgezahlt. Wir werden das Feld jetzt hier komplett mit Hafer bestellen. Da habe ich Bock drauf. Nee, Quatsch. Was wollte ich jetzt sagen? Es wird ein Haferfeld, ja. Die Sämaschine, die ich kaufen werde, ist eine neue Sämaschine auf alle Fälle. Die wir im 17 auch noch nicht hatten. Und ist eine Direktsaat. Da natürlich viele einige wieder sagen, oh, du hättest nicht pflügen müssen. Ja, prinzipiell richtig, aber wegen dem Felder zusammenlegen und so weiter und so fort, ist mir das schon auch wichtig, dass wir auch pflügen. Ne? So, wir biegen hier mal zu unserem Händlerkollegen ein. So, und da kaufen wir uns jetzt Folgendes. Und zwar haben wir hier, gab's nicht mal so, achso, ist egal. Eine Sämaschine, Sähtechnik, die kaufen wir uns. Die Federshed Spirit Air 300 und S. Ist ja nicht ein ganz schickes Ding, würde ich schon sagen. Kaufen wir uns, kostet nicht die Welt, 30.000 ist vollkommen okay. Fast 3.000 Liter. Das heißt, Big Bags, Saatgut ist billiger, läuft. 2 und 3, Wunderbärchen. Das heißt, wir haben neue Sämaschine plus Saatgut ist auch am Stissel. Da können wir mal gucken, ne? So. Auffüllen bitte. Weiß gar nicht, wie schnell oder langsam das geht, aber wir werden es rausfinden. Problem ist nur bei diesem Projekt, dass mir der zweite Traktor fehlt. Also ich habe dieses Quad, aber das ist halt ein Quad, ne? Und mir fehlt einfach der zweite Traktor hier. Das ist einfach ein Leidensweg, den man einfach so gehen muss. Aber vielleicht können wir uns bald einen weiteren Traktor kaufen. Viele haben auch gefragt, ob ich noch Kredit aufnehmen könnte. Das könnte man... Nee, ich glaube, das war's. 500.000 haben wir auch genommen. Das war's gewesen mit dem Kredit. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir... mit dem Geld haushalten, was wir haben. Beziehungsweise machen wir natürlich noch die eine oder andere Mission. Lol. Aber zuallererst ist es wichtig, unsere eigenen Felder zu bestellen. Ist zumindest meine Meinung. Wir haben jetzt noch Kredit für, also wir haben jetzt noch Geld für ein bisschen Ballen, bisschen Pferdefutter, bisschen, also einen Striegel auf alle Fälle werden wir uns noch kaufen, wegen dem Unkrautdingens. Das haben wir auch noch, aber dann wird es schon langsam knapp. Von der Bank bekommen wir nichts mehr, das heißt, wir müssen dann gucken, dass wir wirklich möglichst schnell irgendwie in Kohle kommen. Das heißt, Missionen. Ja, damit müssen wir uns einfach mit beschäftigen. Das ist halt einfach so. Aber wenn wir jetzt am Hof kommen, zeige ich euch erstmal das Feld. Wurde ein bisschen kritisiert. Fanden nicht alle ganz gut, dass ich so ein Feld mache. Verstehe ich auch. Also ich will jetzt niemanden kritisieren und sagen, ah, du hast doch gar keine Ahnung und sowas. Nein. Das auf gar keinen Fall. Sondern natürlich macht jeder seinen Hof so, wie er denkt. Ist mir vollkommen klar. Ich bin halt der Meinung, dass es für unsere momentane Situation gut ist, dass wir weniger Abstellfläche, sondern mehr Landfläche, zu bearbeitende Landfläche haben. Und ich das einfach gemacht habe. Wir haben jetzt praktisch aus 3 Feldern ein größeres Feld gemacht. Spontan würde ich jetzt sagen, wenn man die Karte anguckt, habe ich jetzt ein Feld 10 ungefähr. Von der Größe würde ich es ungefähr Feld 10 einschätzen. Ja, vielleicht noch ein bisschen kleiner. Guck mal das Ding an. Alter Schwede, ist schon ein ordentliches Ding, oder? Da vorne haben wir noch Lagerflächen, da kannst du jetzt auch mit dem Weg hochfahren, alles gut. Aber guckt euch mal das Ding an, das ist ja mega geil, oder? Ich finde das schon cool. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren, ob ihr das auch so cool findet. Aber ich finde das wirklich, also muss ich sagen, ja. Nicht schlecht, Herr Specht. So, lass uns nochmal gucken, was Hafer war. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das nach Dingens. Das heißt, das mit den komischen Dingern da. Das heißt, das, wo das so wegsteht, warte. Das hier. Das muss ja demnach Hafer sein, ne? Ja. Gut, dann werden wir erstmal jetzt Hafer ansehen, ne? Habe ich noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber, pff, mein Gott.
wie schwer kann es schon sein, ne? Wird dann auch ein bisschen länger dauern. Das müsste jetzt halt, oh, ich kann sogar ziemlich schnell fahren. 15 km/h ist ganz okay eigentlich. Arbeitsbreite ist nicht gigantisch, das wissen wir auch. Ja, danke. Aber, ja, ganz ehrlich, es geht eigentlich, oder? Besser ist, wir haben 9 Meter und fahren dann mit 4 km/h rum. Das ist auch Leben, ne? Das habe ich auch keinen Bock drauf. Aber so mit 10, 15 km/h ist doch voll okay. Natürlich, berghoch hat natürlich ein bisschen Problems, klar. Aber ich glaube, die hat jeder Traktor. Pferde sind soweit alle ganz gut dabei. Was ich jetzt noch machen kann, ich könnte mit dem kleinen Quad, könnte ich versuchen, noch Wasser aufzufüllen. Dann können wir hier mal einen Helfer anwerfen. Ich will gucken, das ist jetzt aber nur ein Test, wie der Helfer das macht mit dem Umdrehen. Weil er hat jetzt nicht wirklich mehr Platz im Umdrehen, das muss man ganz ehrlich so sagen. Weil ich habe wirklich alles, was irgendwie zur Verfügung war, habe ich zu Feld gemacht. Nicht immer schön, gebe ich offen und ehrlich zu, aber es hat, ja, doch, ja. Okay, es funktioniert schon mal, ne? Der Zug fährt auch wieder rum, ist so ein Wahnsinniger. Läuft. So, das ist der mal hinter hier, den können wir mal abkuppeln. Geht da das Wasser fast ran? Ich bin mir da, steht übrigens der gebrauchte Pflug, also der ist richtig benutzt worden, ne? So, guten Tag, guten Tag. So. Jetzt haben natürlich auch Leute gesagt, ich soll mal gucken, ob ich den Mahindra verkaufen kann. Und dann vielleicht noch was anderes kaufe. Warte, ich. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hier, Wasser. Ah, Wasser wird aufgefüllt. Wasser ist voll. Das ist schon mal richtig gut. Dann hat das schon mal funktioniert. Siehst du, das ist alles 100%. Hafer müssen wir nachfüllen. Alter, da brauchen wir richtig viel Hafer für die Pferde, ne? Meine Güte, brauchen wir da viel Hafer. Aber das ist nochmal so. So, lass uns mal ganz kurz... Ah, guck mal, der bringt nichts. Was kostet jetzt noch ein Traktor? Jetzt muss ich mal hier Hand aufs Herz. 87.000 haben wir noch. Oh, 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 oh. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel, ne? Aber mit einem weiteren Traktor können wir dann schon einiges machen. Aha, das ist eine BG-Edition. Die werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal kaufen. Aber nicht jetzt, weil ich habe kein Geld für. Aber irgendwann werde ich die kaufen. Die hat ein paar Special Features, wurde mir gesagt. Wir können mal gucken. Ja, ist natürlich ein BG-Skin drauf. Das hat der Schweizer und der Sherlock hat das gemacht. Hier mit BG-Army, mit dem BG-Logo drauf. Sieht schon ganz cool aus. Er hat auch noch eine ganz spezielle Hupe bekommen, habe ich mir sagen lassen. Aber wie gesagt, das sieht cool aus, aber da haben wir momentan kein Geld für. Hürlimann. Hürlimann, Hürlimann, Hürlimann. Was kann man mit dem Hürlimann für Unheil treiben? Gar nichts, ne? Lass mich kurz gucken. Wäre es möglich, dass man mit dem Hürlimann eine Mission macht? Der fährt hier wieder rum. Weißt du, das ist halt nur das, was ich mir angucken muss. Hier haben wir Düngen. Warte mal, wir können doch auch eine Mission machen und uns die Fahrzeuge einfach mieten dafür. Das wäre doch auch möglich. Weißt du, so Erntemission zum Beispiel. Weil dann bezahlen wir zwar jetzt für den Helfer, aber wir können doch... Warte mal, Feld 7. Wie groß ist ein Feld 7? Oh lol, das ist groß, ne? Also Missionen werden hier ganz schlecht gezahlt. Das habe ich mir schon festgestellt. Die werden wirklich schlecht bezahlt hier. Feld 7 ist echt ein Oschi-Feld, das muss man so sagen. Und da wird es halt einiges verdienen, das auf alle Fälle. Aber es kostet halt auch eine Menge Kohle, ne? Diese ganzen Düngermissionen, die können wir dann selber machen in unseren eigenen Fahrzeugen. Aber Drescher habe ich halt keinen, ne? Feld 11 wird auch nicht besser sein, wahrscheinlich. Feld 11, oh lol. Wir können so eine Mission machen, meinetwegen. Habe ich jetzt nicht das Problem mit. Aber das müssen wir dann wieder wegbringen und so weiter, ne? Das ist auch so anstrengend, Alter. Du hast halt zwar den hier dann und wenn du das gut machst, bekommst du auch mehr als wie 11.000. Das auf alle Fälle. Aber wenn du es nicht gut machst, dann haben wir halt ein Problemchen, ne? Die andere Frage ist natürlich, was ist auf den Feldern drauf? Feld 7 haben wir. Nein. Okay, kein Haferfeld auf alle Fälle. Das muss aber irgendwas zum Dreschen sein. Das Raps? Wie jetzt doof? Sojabohnen. Und das hier drüben? Ah, das ist Weizen. Okay, verstehe. Die andere Frage ist natürlich, ob wir uns das Stroh klauen können. Ah, ob wir uns das Stroh abholen können. Nicht klauen. Klauen ist ein böses Wort, Werner. Aber nochmal eine andere Frage. Ich bin gerade jetzt hier, ihr merkt das gerade, ich bin gerade am Grübeln. Ne? Wie können wir das am besten machen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen? Die braucht 110 PS. So. Der Hürlimann hat 90. Würde das funktionieren? Weil wir können uns natürlich auch so einkaufen. Der, ja. Ein Fiat.
Sollen wir uns ein Fiat kaufen? Zwei Traktoren wären halt schon geil, ne? Weil das Anziehen hier, das wird dauern. Es wird echt dauern, ich sag's euch nur, wie es ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn das mal angesehen ist, dann habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, das macht das schon relativ gut, das muss man sagen. Ich glaube, es war keine schlechte Idee, dass wir das wirklich so gemacht haben. Es haben auch noch Leute gesagt, ich soll gucken, was ein Stapler kostet. Warum soll ich gucken, was ein Stapler kostet? Der. Okay, mit dem kannst du 25 km/h fahren. Das heißt, mit dem kann ich auch keine Mission machen. Schade, weil ich glaube, das war die Idee dahinter mit einem Stapler. Der ist auch nicht so bad. 18 km/h, 12 km/h ist halt mega langsam. Sowas könnte ich mir auch kaufen. Das wäre für die Missionen halt geil, ne? So ein Manitou? Die sind zu teuer. Auf alle Fälle. Die kosten. Also, die fahren alle 40. Der Manitou wäre ganz okay eigentlich, aber jetzt wirklich Geld für ein Manitou ausgeben, ist halt auch irgendwie Quatsch, finde ich. Was haben wir denn noch hier? Der ist sowieso mega teuer. So einer, der kostet 60, kostet 4. Ja, oh mein Gott, weißt du? Kann ich gleich den kaufen. Wobei, viel Unterschied würde auch nie sein. Gucken wir nochmal Dreschertechnik an. 84.000, den können wir uns gerade so kaufen, aber willst du wirklich einen Bison haben? Das ist halt die andere Frage, ne? Ich glaube nicht. Was haben wir denn noch für Missionen drin? Transportieren. Die Transportieren-Dinger kann man halt vom Zementwerk nach Baustelle. So, lass uns mal gucken, wie der Weg aussieht. Ich kenne kein Zementwerk. Ich sehe auch kein Zementwerk, muss ich ehrlich sagen. Schade, schade. Okay, was haben wir da noch im Petto? Düngen, ernten. Düngen ist wirklich gut. Also düngen, muss ich ehrlich sagen, alter Schwede, werden sowas von düngen. Da glaube ich, da können wir... Ballen pressen ist auch eine Mission. Das ist ja geil. Das ist ja wirklich geil. Aber 2600 ist halt einfach so low, ne? Schneidet das Gras. Ach so, wow. Was ist Feld 20? Wird halt eher klein sein, ne? Für 2000, Feld 20. Das ist das hier. Klein ist anders. Aber ja... Aber ja, es funktioniert noch mit dem Umdrehen, ne? Das macht er endlich ganz gut. Dann können wir wieder ab. Wir werden jetzt einfach selber weitermachen. Das ist billiger. Es ist billiger, wenn ich selber mache. Das wird sich ja jetzt zwar jetzt ein bisschen ziehen, das gebe ich zu, aber wenn wir das erstmal haben, ne? Dann haben wir wirklich erstmal genug Hafer für hoffentlich eine gewisse Zeit. Das ist halt die Hoffnung, die ich dahinter habe. Ich meine, es geht schnell mit den langen Bahnen und so weiter, geht es wirklich flott. Saatgut müsste eigentlich fürs ganze Feld reichen, bin ich der Meinung. Und wenn wir das haben, ne, dann haben wir echt schon viel gemacht. Ne, ich kann auch gar nichts anderes kaufen. Wir müssen den Striegel noch kaufen, das gehört einfach dazu. Und dann läuft das eigentlich auch. Schade, 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 schade. Ich hätte gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr kaufen können. Aber es ist halt einfach nicht möglich und das muss man einfach so akzeptieren. Und einfach sagen, yo, ist so. Das Ding hochheben war hier, ne? Okay, ich drücke immer die falsche Taste, sorry. Der hat aber immer, sobald die Seemaschine läuft, hat er ein erhöhtes Standgas, ne? Das ist mir schon aufgefallen. So. Ich war einfach immer so, weißt du? So kann ich eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Weil läuft ja eigentlich. Können wir auch Innenansicht fahren? Ah, das siehst du halt so schlecht, aber ungefähr kann ich es abschätzen. Ich fahre lieber Außenansicht, da bleibt mir zumindest kein Streifen und sowas. Da bekomme ich ja wirklich, da bekomme ich schlechte Laune, wenn ich irgendwo Streifen drin sehe. Gut, ich werde das aber so machen, dass ich da noch ein bisschen weiterarbeiten werde. Das heißt, wenn wir uns heute wiedersehen, wird das Sehen schon fast abgeschlossen sein oder schon abgeschlossen sein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Bock habe. Sodass wir uns auf alle Fälle in der zweiten Ravenport-Folge heute um was anderes kümmern können, was ja auch wichtig ist. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, nochmal hier neue Bahnen setzen, runterlassen den Stuhl. Ja, also, er hat schon wirklich viel gemacht schon, ne? Es wird auch noch ein bisschen was dauern, aber ja. Ich find's cool, dass die Seemaschine so schnell fährt. Wir müssen auch nochmal Ballen holen gehen, ne? Weil entweder Stroh- oder Heuballen fehlen mir noch extrem viele. Ja, das nutzt einfach nicht. Das müssen wir einfach so machen.
Gut, aber wir sind erstmal fertig für den Moment. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns heute noch einmal, wenn ihr möchtet, um 16 Uhr zu einer weiteren Folge Ravenpod, wo wir dann aber was anderes machen werden. Kann ich jetzt schon mal sagen. Bin ja so ein kleiner Folgen-Spoiler, ne? Bis später, macht's gut. Ciao, ciao.